Mutter, ob du das noch weißt? Ich war bei dir auf der Couch. Weißt du das noch? Das weiß ich. Meine Mutter, hör auf, du spinnst die Telefonrechnung. Achtung, wir gucken es uns an. Das war damals. Dann macht er. Schön, dass die haben. So, der Idiot macht den Fehler. Der Idiot. Das Geld kippt runter. Beischlagsbank. Geld kippt runter. Aber da kam er wieder, wird er wieder um sein Gehalt erleichtert, der junge Mann. Wird er um sein Gehalt erleichtert. Ich habe da oft angerufen und habe gelogen auch, muss ich ehrlich sagen an der Stelle. Einmal kommt eine durch, da gibt es auch ein Video, sage ich dir heute, wie es ist, Max Schradin. Ich habe euch beschissen. Da kommt eine durch, Tiere mit S, Sao. Und du, ich habe es nicht verstanden, die ist schon wieder weg. Wäre dabei gewesen. Ich habe der Einzige anscheinend, der es verstanden hat. Pass auf, meine Schwester hat gerade hier angerufen, hat Sau gesagt, du hast ihr das Geld nicht gegeben. Ach, die war das? Ihr wart irgendwo auf dem Campingplatz. Ich war allein daheim. Meine Schwester gar nicht in Griffnähe. Minderjährig. Ja, die war das. Kannst du auch nicht machen, sag ich zu dem. Such die Pakete aus. Komm, Junge. Such dir die Pakete aus. Die kriegt das Geld. 560. Hier, nimm das Geld mit. Natürlich. Dann komme ich durch. Callcenter. Jens, sollen wir es dir überweisen, wie immer? Ja. Und ich war wirklich 9 live. Goldmitglied. Ich habe alles aussuchen dürfen. Ich habe gratis Anrufe gekriegt. Ich habe so oft angerufen. Ich habe wie ein Punktekonto, wie eine Payback-Karte. So. Wer ist am Telefon? Max, nochmal der Alfred. Alfie, und? Ich versuche mit der Beischlagsbank. Ja, aber Alfred, es wurde doch gerade Beil gelöst. Ja? Und wieso kommst du denn immer mit so Hammerdingern? Weil das vorher der Begriff runtergefallen ist. Nee. Alfred, nee. Doch. Ist nicht dabei. So, folgendes. Ja, Alfie. Nächsten Tag. Großer Skandal. Ich fahre durch die Stadt mit meinem Mitsubishi Charisma. Läuft im Radio. Großer Betrug bei 9 Live. Alfred, der Dauergewinner, der war auch Dauergewinner. Der war noch häufiger wie ich. Der war wirklich jeden Tag. Tobi, Alfred, Adelheid. Das waren die. Hallo. Die waren den ganzen Tag. Die sind immer durchgekommen. Die haben immer durchgekommen. Ne? Und die Leute, die dann auch immer gesagt haben, Betrug und so. Ich kann euch beweisen, es war kein Betrug, weil ich hab's ja selber. Wenn du nicht anrufst, gewinnst du nicht. Ich hab halt angerufen und hatte halt wirklich Telefonrechnung in vierstelliger Höhe. Und hab halt dann aber auch wirklich gewonnen auch. Das Geld war wirklich da. Du weißt es. Wo hattest die Telefonrechnung? Wir. Mit dem Handy hatte ich auch die Telefonrechnung. Und irgendwann habe ich auch richtig kalkuliert. So, jetzt hör zu, Alfred, pass auf, da so mache ich nicht mit. Ich will die 2,5 auch. Der Knosaller hat die, der Jens aus Rastatt, so hieß, habe ich mich damals an Jens aus Rastatt, der hat die 2,5. Dann ruft mich 9 live an, kann ich heute sagen, wie es ist. Ne? Pass auf hier, ne? Wenn da irgendetwas kommt oder so. Der Alfred hat sein Geld auch gekriegt, kriegt es von uns noch. Komm. Natürlich sage ich nicht, mach doch kein Interview, sage ich zu denen. Mit dem Taui. Machen wir. Wunderbar. Hat 9 live Angst gehabt, dass ich ein Interview gebe oder irgendwas, ne? Oh, nö, überweis doch. Kein Problem. Leider. Wer ist dran, hallo? Ja, hallo, hier ist der Jens aus Rastatt. Hey, Jens, alles klar? Ja, alles klar bei mir, alles toll. Ja, was hast du? Beischlagsbank. Was ist denn das? Ich meine, das ist nicht dabei. Das kenne ich gar nicht. Was hat er gepfiffen, Mutter? Der Beo. Der Beo. Wir hatten noch den Beo. Wir hatten Graupapa und der Beo. Weißt du, wie wenn man telefoniert hat? Der ist Viech. Aus dem Käfig. Der denkt, es klingelt. Das war der Vogel, der Beo. Ja, der Beo. Der hat Geräusche gemacht. Der hat Geräusche gemacht. Richtig laut. Ganz schlimm war das. Ganz schlimm. Weil das war so ein verkrüppelter Beo. Normalerweise sind die Beos sprechbegabteste. Es spricht nur einer, das Weibchen, das Männchen. Unserer war auf jeden Fall ein der hat nicht der gesprochen. Der war eine Missgeburt. Der ist nicht normal gewesen wie ein Beo. Und Beo macht normal, du sagst ihm Hallo, der macht Hallo. Der sagt es dir nach. Ja, aber nur ein. Unserer nicht. Unserer nur. Du stehst vorm Käfig. So, ich denke mir, was ist denn mit dem Vogel? Den hast du auf der anderen Seite vom Weg. Den hast du gehört draußen. Ich bin von der Schule heim. 1000 Meter Entfernung. Überm Fluss. Mutter hat Balkon offen. Die lüftet. Es klingelt. Hallo? Ja, ja, ich bin noch dran. Ist nicht dabei. Beischlagsbank. Trotzdem. Doch, ist dabei. Ist er dabei? Ja, ja. Ja, ja. Jetzt. Ja, Moment. Beischlagsbank. Jetzt ist aber so. Das hat das denn nicht auch schon mal jemand gesagt? Nein, das hat doch keiner gesagt. Nein, hat noch keiner gesagt. Okay, ich muss kurz Redaktion fragen. Deshalb war ich mich irritiert. Beischlagsbank. Ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr, 9 live. Ich liebe euch. Ja, Moment. Ich kenne das gar nicht. Und es ist. Mutter, weißt du das noch? Ja. Das war wirklich, ich weiß es, wie wenn es gestern war. Ich war vielleicht 18, 19, 20. Nee, so alt war ich nicht. Doch, ich war ja 18. Ich habe da immer gewonnen. Sag jetzt den Leuten hier nicht, dass ich als Minderjähriger. Hör auf jetzt. Was ist das? Das ist so ein Ding mit einer Mauer und hat zwei Beischläge rechts und links. Hab ich noch nie gehört. So irgendwie ist es irgendwas. Dann frag doch auch nicht. Meinst du, ich weiß, lass was ist? Lass doch jetzt mal laufen. Ich hab das doch. Jetzt fängt die auch schon an. Oh. Ich hab einfach irgendwas erfunden, Schradin. Meinst du, ich weiß, das ist eine Mauer mit zwei Beischlägen rechts und links. Das ist ich doch nicht. Sensationell, Sie gewinnen 2500! Ja. Max, super, ein Traum, 2500.
Ja. Ein Traum wird wahr. Ja, zu Recht. Wie oft hast du angerufen? 50 Mal. 50 Mal. Ja. Wichtig ist, achte bitte auf dein Telefonverhalten. Natürlich. Immer. Aber bei 2500 Euro, da lohnt sich das. Ja? Auf jeden Fall. War Mutti Telefon. Also 2500 Euro, was machst du mit der Kohle? Ich schlafe erst nach, zuerst gehe ich heute Party, jetzt lade ich ein paar Leute ein, heute mache ich einen drauf. So, heute machst du einen drauf, es wird gegrillt heute Abend bei dir. Gegrillt, ja. Ich kaufe einen Riesengrill für Mutti. So, und jetzt nochmal ganz kurz. Ein Riesengrill für Mutti, den hast du auch gekriegt von Lidl. Echt? Einen großen Lidl-Grill. Jetzt bitte ich dich aber. Zwei, drei Sätze zu diesen 2500 Euro, schrei nochmal deine Freude raus. Ich freue mich, neuen Live, ich liebe euch. Ruf alle an, ganz Deutschland, ein Traum wird wahr. So. 2500 Euro für dich, Nummer 8. Danke, danke. Für 100.000 Euro bleib am Telefon. So war das. Ja, kann awesome.